So, dann herzlich willkommen zum JFT Live Trading TV. Die Woche beginnt für die Bullen relativ gut. Doch zunächst erstmal kurz hier der Risikohinweis und dann schauen wir auch gleich die asiatischen Märkte an. Da konnte jetzt hier der Hang Seng Index endlich hier den horizontalen Widerstand bei 22.300 Punkten rausnehmen und dadurch eben auch das Verkaufslimit getriggert worden. Hier sind also jetzt 2.000 Punkte am Ziel oder das Setup, wie man hier sieht, mit einem Stück wäre noch Platz und würde ich auch dem Index im Prinzip noch geben. Allerdings jetzt natürlich hier, wie gestern eben auch schon erwähnt, Neueinstiege sind natürlich jetzt hier nicht unbedingt ratsam. Auch wenn sich das natürlich hier, wie gesagt, noch 200, 300 Punkte oder auch 400 Punkte im Maximalfall in meinen Augen noch ausdehnen kann. Aber sonst hat hier das jetzt alles gepasst. Außer, dass jetzt hier kein Rücklauf mehr an den EMA 200 stattfand. Der wurde hier gebremst bei 21.750. Beim Nikkei. Der konnte hier eine stärkere Korrekturbewegung einschlagen. Hier fehlt jetzt schon wieder die neue Kerze. Ich schalte mal hier einmal hinten her, dann müsste sie da sein. Hier ist sie, jetzt fehlt die vordere. Egal. Wie gesagt, was gestern im Video auch gesagt worden ist, bis 16.800 Punkten würde ich dem Index auf jeden Fall geben. Der Stopp wurde ja von 15.400 schon auf 15.800 angehoben. Theoretisch durch diese zwei Kerzen oder überhaupt die heutige Kerze kann man den Stopp nochmal 150 Punkte oder 120 Punkte anheben oder sogar direkt auf Einstand. Also dass dann wirklich nichts mehr passiert, direkt hier das Limit hochsetzen und dann kann mit der Position mit diesem Setup nichts mehr passieren und ein Teilverkauf dann Richtung, ja, oder bei 16.800 vielleicht eingeben oder einfach auf das Kerzentief immer nachziehen. Das wäre jetzt in dem Fall schon auf 16.460 Punkten. Wäre auch eine Option. Dann wegen asiatische Märkte, da kommen wir zum Euro. Yen und zum US-Dollar-Yen, die haben sich jetzt hier ja, ein bisschen nach oben entwickelt, aber nichts Dynamisches. Trotzdem wäre hier noch ein kleiner Rücklauf oder der auch direkt hier oben stattfinden kann, ja, wäre hier eine Long-Position denkbar mit dem Stopp bei 112,75. Der entweder auf Schlusskursbasis oder auch direkt dann aktiviert werden kann hier oder gesetzt werden kann. Kursziele ja in der Stundenchart am EMA 200 bzw. leicht rüber. Also 50 Pips etwa Risiko, Chance rund 100 von dem aktuellen Niveau. Deswegen je tiefer es geht, desto besser ist dann das Chance-Risiko-Verhältnis. Dann kommen wir noch eben zum US-Dollar-Yen. Hier wäre auch nochmal ein Rücklauf denkbar oder eine direkte Aufwärtsbewegung Richtung 103,40. Da ging es zuletzt nicht mehr so tief rein. Die Kursziele oben sind ja erreicht worden und dann folgte hier eine Abwärtsbewegung, die aber eben vor dem letzten Tief hier stoppte. Also auch hier in meinen Augen müsste noch was in der Woche nach oben gehen, solange die Marke bei 101,20 hält. Dann zum Gold und Silber. Fangen wir kurz mit Silber an. War ja gestern hier noch kurz im Gespräch, ein Rücklauf auf den EMA 200. Der folgte dann direkt kurz nach Börseneröffnung, mehr oder weniger, aber es war dann schwierig hier auch sowieso was zu bekommen. Bei 15, 19,50 war auch eh kein Limit drin.
wie jetzt hier gesagt, das Verkaufslimit knapp verpasst. Den Stopp wurde hier nachgezogen. Und nun muss man schauen, wie man hier die erste Position noch managt. Im Prinzip bleibt der Stopp hier unten noch. Und man versucht eher, wenn hier Gold vielleicht noch mal einen größeren Rücklauf vornimmt, dann eben auf Gold mehr zu achten. Das sieht hier möglicherweise mit einer Korrekturbewegung noch mal an die 1305 Marke aus, nachdem man hier ja exakt die erste Kaufzone getroffen hat. Alternativ, ja, wäre hier mit dem 4-Stunden-Close oder Tagesschlusskurs über 1355, wäre dann womöglich kein neueres Verlaufstief hier denkbar und startet dann direkt durch. Beim Euro-Pfund, wer da noch investiert sein sollte, nachziehen, sogar eher dann auf, ja, auf dieses Niveau. Es ist einfach zu flach. Hier sollte es viel stärker nach oben gehen. Aber solange eben hier ein kleiner Aufwärtstrend drin ist, man kann auch hier den Stopp setzen, aber das wäre mir zu weit weg. Also vielleicht ein bisschen mehr Luft oder doch enger hin. Also jedem seine Vorliebe. Dann die Forex, dann kommen wir natürlich noch zum DAX. Gestern im Prinzip sowas halt eingezeichnet, wäre möglich, ja, bis 10.740 Punkten eröffnet. Jetzt holen wir die Indikation her. Ja, der DAX bei 10.430 eröffnet. Allerdings eben das Gap wäre jetzt wirklich wunderschön für die Bullen. Sollte es eben nicht geschlossen werden, wenn es eben hier über, ja, auf jeden Fall eine entscheidende Marke eben bei der 10.387. Also die sollte auf Schlusskursbasis jetzt eigentlich nicht mehr unterschritten werden, aber ist auch eher auf Stundenbasis nicht sogar. Und auf 4-Stunden-Basis, ja, also wäre halt wirklich gut für die Bullen, die Marke bleibt oder beziehungsweise das Gap bleibt und die Marke bleibt eben erhalten. Und dann startet er so wie hier eingezeichnet durch. Etwa bis 10.600 Punkten, dann nochmal im Rücklauf und dann 10.740. Das wäre hier ein Wunschszenario. Bei der SAP, ja, konnte sich von den Tiefständen erholen. Ich denke, hier ist eine hohe Seitwärtsbewegung drin, ist ja ein Monatschart. Ich gehe mal auf den Wochenchart. Also wer es jetzt hier wirklich spekulativ mag, also bleibt es unter 78,50 oder auch man kann das andere auch das hoch nehmen, könnte es wirklich mit einer zweiten Korrekturbewegung da sein. Also wir suchen hier möglichst oben was zu fischen. Also wir gehen sehr spekulativ und short. Allerdings, wie gesagt, die Richtung ist eigentlich ja nach oben, aber SAP ist ja, wie man hier sieht, gegen Ende Juli extrem angestiegen, darf also hier wirklich mal konsolidieren, aber es darf auch sich hier noch mal sowas hier ausbilden, wäre ja im Prinzip gleich noch mal hier die Korrekturbewegung, dann noch mal doch noch ein kleines Hoch und dann folgt sowas, also deswegen sind natürlich mit antizyklischen Setups immer so eine Sache, wo man den Stopp hinlegt. Zu weit weg würde das Chance-Risiko-Verhältnis zunichte machen. Und wenn man dann auch wirklich hier auf dem falschen Fuß liegen sollte, würden die Verluste eben zu groß werden. Die Chance ist dann zu gering. Das war's. Danke fürs Zuhören und bis morgen.